Ich bin Martina. Ich bin Flavia. Also ich bin Erich. Und ich sage euch, kommt, ist gleich wie. Auf allen Vieren, im Rollstuhl, auf dem Liegestuhl. Ich bin Ruth. Ich schließe jetzt die Ausbildung, den Ausbildungsteil ab. Und kann eigentlich euch wirklich nur empfehlen, so etwas auch zu machen. Die Leute hier zusammenkommen, das Wissen, das hier zusammenkommt und die Erfahrung ist grandios. Ich bin Brigitte. Ich bin Gabi und möchte alle Rollstuhlfahrer motivieren. Ich möchte den Leuten zeigen, dass man glücklich sein kann, trotz Schlaganfall. Und ich bin gespannt, nach meiner Ausbildung können auf ganz viele interessante, spannende Menschen zu treffen. Wirklich, dass es immer noch ein Leben gibt, auch im Rollstuhl. Ihr werdet hier angenommen, wie ihr seid, und ihr werdet weiterkommen. Was mir am meisten bleibt, ist tatsächlich der erste Tag. Ich habe mich so wohl gefühlt in der Ausbildungsgruppe mit lauter Leuten mit einer Beeinträchtigung. Und ich habe die Vernetzung und Erfahrungsaustausch und vor allem das Zusammenbringen von der Erfahrung als so stark empfunden. Das war wirklich eindrücklich. Also, ich war mega positiv überrascht vom Ganzen, weil es ist so ein guter Kurs, es ist mega gut begleitet, sei es auf der Salutogenese-Seite wie auch auf der Coaching-Seite. Und was eben auch immer wunderbar war, ist der Humor. Wie die Leute miteinander umgehen, der Teamgeist, alle helfen einander. Das war wirklich sehr schön. Ja, der besondere Moment ist natürlich, dass ich am Bahnhof drei sehbehinderte Personen abgeholt habe und die einmal in den Kurs begleitet haben, über die auch im Kurs noch ein bisschen begleitet haben. Und es hat einem auch wieder aufgezeigt, dass man einfach privilegiert ist, wenn man sieht, wenn man hört, wenn man sich bewegen kann. Wir haben sehr viel zusammengelacht und haben gute Stimmung in der Gruppe. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe sehr viele gute Leute kennengelernt, eine ganz gute Gruppe gehabt. Und es hat mir sehr viel gebracht, selbst für mich viel mehr Motivation. Ich würde mein Peer-Coaching auf den Schwerpunkt Schlaganfall legen, weil zum Beispiel glücklich sein trotz Schlaganfall, weiterleben, gut weiterleben trotz Schlaganfall, Hirnblutung oder ja, und ich würde vielen Mut machen, möchte eigentlich jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das wäre meine Idee dahinter und da würde ich mir wünschen, ganz viel zu schaffen. Ich habe durch eine Augenerkrankung innerhalb von 12 Monaten 95% von meiner Sehfähigkeit verloren. Was ich weitergeben möchte, ist Mut, Empathie und Hilfestellung. Ich möchte gerne Menschen begleiten, die von einer ähnlichen Situation betroffen sind. Was ich sagen kann, ist für den Start von meinem Bierverein. Die ersten Ausbildungen. Ich habe in meinem Leben schon viele Ausbildungen gemacht. Ich finde, das ist sehr, sehr gut aufbauen. Das ist ein Lernprozess, da gibt es ein oder andere Verbesserungsteil. Aber wie das Ganze aufgeleistet ist, wie Alexandra und Therese das managen, das ist sehr, sehr stark. Zum Beispiel bin ich ganz versiert im Reisen mit dem ÖV. Plus habe ich auch viel mitgemacht mit den Druckstellen. Dort habe ich sehr viel Erfahrung. Dann bin ich schon seit anderthalb Jahren alleine in einer Wohnung. Ich möchte andere Rollstuhlfahrer motivieren, ihr
Leben in die eigenen Hände zu nehmen, sei es mit Assistenz, Personen oder mit den Spieltex. Ich werde das sicher jetzt noch etwas setzen lassen und ein bisschen schauen mit der Umsetzung, weil für mich ist eigentlich jetzt wichtig, dass man auf der politischen Ebene vorwärts macht, weil ich sehe, dass dort grosser Bedarf ist, also wirklich grosser Bedarf, dass man das bekannt macht, schweizweit. Und ich denke, bei dir braucht es auch Energie. Und da ich sehr wenig habe, muss ich wie meine Ressourcen einteilen. Und ich werde auch dort hingehen, wo ich meinen Liegestuhl mitnehmen kann, wo ich irgendwie Lobbyarbeit machen kann. Ich habe ja das Cow de Quina-Syndrom, eine komplette Paraplegie. Und es gibt nicht viel, was ich hier machen kann. Und mit dem Liegestuhl ist es für mich einfacher, weil ich dann Entlastung habe und ein bisschen weniger Schmerzen. Und da habe ich mit dem dafür mitmachen und bin auch vor allem getragen worden. Also ich mache auch all den Mut, die so etwas haben, kommen, nehmen das mit, was sie brauchen. Sei es eben der Liegestuhl, der Rollstuhl, was auch immer. Kommen und machen das, es wird euch gut tun. Ich finde das eine sehr schöne Herausforderung, Menschen, die in der gleichen Situation oder in einer ähnlichen Situation sind, zu begleiten, zu beraten, ja sogar auch zu coachen. Und die Werte, die ich weitergeben möchte, das ist die Leidenschaft am Leben. Hause und bringe den Sozialarbeiter um. Nie da auf den Computer sehen kann, was ich. Ich würde gerne, da ich noch nicht so gut zu Fuß bin, ÖV nicht fahren kann, würde ich gerne auch Coachings machen über Zoom, Skype und die ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Ich bin auch bereit, Neues kennenzulernen, um das zu machen. Hallo, aber jetzt im Spital, wenn du mit dem kommst, also ich bin jetzt nicht aktiv Was mir wichtig ist, und das ist mir klar geworden während der Ausbildung, dass es in der Peer-Begleitung nicht nur darum geht, Menschen zu begleiten, die die gleiche Beeinträchtigung haben, sondern dass alle Menschen, die von einer Beeinträchtigung betroffen sind, irgendwo im gleichen Boot sitzen. Man kann es mehr als Vision bezeichnen als Plan. Weil das Leben hat mir gelehrt, dass viele Pläne einfach über den Haufen gerührt werden und man sich so etwas vom Leben auch leiten muss und das nehmen, was einem das Leben vor die Füße spült.